Ja. Hola, hola, Senior S. Schön, dass du da bist. Die Kalis kommen gleich. Für dein Verständnis, vor 3 Tagen waren die Kalis hier, haben unsere Männer sehr blöd angemacht, sehr respektlos angemacht, obwohl wir so gute Freunde sind, sagt man. Naja, und... Gab es einen Grund dafür? Ja, irgendein Vagus-Pendejo sagte zu denen, Santa hat euch angegriffen. Dann kommen sie mit erhobenen Waffen, stellen sich hinter den Männern und sagen solche Aussagen wie, oh, die zittern schon. Okay. Also sie sind auf dem Weg hier. Ja? Sie, und ich glaube, Bitcoin weiß nichts davon. Aber trotzdem geht es nicht darum, ob es von Bitcoin der weiß. Von der Geschichte weiß er nichts davon. Richtig. Okay. Und es geht nicht darum, ob Bitcoin es weiß oder nicht. Es geht darum, dass es Kalis sind. Und sie wissen, wie Santa zu Kalis stand oder steht. Es ist dieselbe Beziehung wie damals. Oder ist irgendwas seitdem vorgefallen? Sie haben noch Hugo bei sich. Welchen Hugo? Unser ehemaliger El Cabeza de Santas. Brigada. Sí. Hast du ihn schon getroffen? Das habe ich. Er ist der neue Caller der Kalis. Wie ist euer Treffen ausgegangen? Lag danach jemand? Nein, tatsächlich nicht. Wie ist eure Situation? Angespannt. Ich vertraue ihm nicht. Und er hat noch nicht seinen Blutort erhalten. Hat es was damit zu tun, dass die Situation mit Kali etwas komisch ist? Das weiß ich nicht. Aber nein, das glaube ich eher weniger. Ich glaube einfach, dass sie dem Vagus mehr Glauben geschenkt haben als uns. Seit wann hegen Vagus und Kali so eine Beziehung zueinander? Sie sind scheinbar sehr, sehr gut miteinander. Sehr eng. Waren sie das schon damals? Eine gute Frage, ich weiß es nicht. Dieser Schall geht halt leider. Dann lassen wir mal gucken, was passieren wird. Jetzt weiß sonst werden Monkey. Wir nur mutmaßen. Jetzt weiß es. Sachlage ist wohl, Kali vertraut Vagus so sehr, dass sie dir weniger vertrauen. Korrekt? Das ist so korrekt. Sonst hätten sie sowas nicht getan. Obwohl wir diejenigen sind, die die Kriege eingegangen sind in den letzten Tagen, Wochen, direkt als wir in dem Staat waren. Im Namen der Kali? Teilweise im Namen der Kali, sie. Ich habe Kämpfe geführt, wo ich den Kalis was erzählt habe, was die Kalis nicht geglaubt haben. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich die nicht genug Beweise, aber es geht darum, dass ich der ehemalige El Cabeza der Kalis war, der Elver, seine rechte Hand. Und jetzt fängt er an, mir nicht zu trauen. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte ihm geschworen, dass die Santas die Loyalität zu Kalis haben. Vor anderen sage ich sogar, ja, wenn es sein muss, wir sind gerne die Hunde, aber... Dass er anfängt, uns wie Hunde zu behandeln, ist eine andere Geschichte. Das klingt aber nicht so gut. Hat sich Bitcoin verändert, da? Naja, seitdem er starke Männer hat und selber eine Staatsmacht geworden ist, hat er sich verändert, sie. Er braucht dich, Santas, wohl nicht mehr. Und das lässt er auch zeigen und spüren. Er soll brauchen, wen er will, aber der Bitcoin von damals war etwas weitsichtiger. In welcher Hinsicht? Ja, ein Bitcoin von damals. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo wir Krieg geführt haben. Er hat nicht so schnell Sachen geglaubt, irgendwelche Putos ihm erzählen.
gerade jemand wie er, der jetzt wohl. Ja, wie gesagt, du musst bedenken, dass Bitcoin nicht dabei war. Aber das mit den OGs, als der Kampf angefangen hat an der Schleife, war deswegen, weil ich recht hatte. Dass die OGs heimlich Waffen erstellen und er hat mir nicht geglaubt. Kam die Geschichte ans Tageslicht? Ja, kam es. Er hat mich angerufen und hat um Entschuldigung geboten. Dann bin ich sehr gespannt, wenn du ihn mit diesen Tatsachen konfrontierst und der Aussage, dass seine Männer herkommen und Anzeigen drücken. Say. Eine Frage, soll ich nach vorne gehen zur Tür, wenn die kommen? Ja, kannst du dann tun. Wichtig ist nur eine Sache, wenn sie kommen, dann verteilt ihr euch, aber anständig. Nicht wie, als würdet ihr in einem Krieg sein, sondern dass ihr Präsenz zeigt. Mal schauen, was das Gespräch bringen wird. Hola. Hola, Bitcoin. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Den Umständen entsprechend geht es mir wie immer sehr gut, ja? Was sind denn die Umstände momentan, Leute? Na, so einiges. So einige Vorbereitungen für ein paar Kriege. Ein paar Kriege? Sie. Ein paar. Die erste haben wir ja hinter uns. Gegen wen? Gegen die Vagos. Gegen den Vagos? Si. Ja. Ich habe mit Pablo von geredet, einige Worte darüber. Lasst uns alle laut reden, Hermanos, damit wir uns alle verstehen. Die Vagos waren tatsächlich, hast du ja sicherlich mitbekommen, weil sie sehr darauf beharrt sind, dass es Vespucci ihnen gehört. Hat es mir nicht so ganz gefallen, als er zu mir kam und sagte, ab jetzt muss man den Vespucci, den Vagos bezahlen, wenn man hier lebt. Daraufhin fing dieser Krieg an. Nachdem einige Kämpfe durch waren, hat er mich gestern darum gebeten, damit aufzuhören. Und er ist bereit, einen Vertrag zu schließen, wo es keine Kämpfe mehr gibt. Ich war kurz davor. Wo es keine Kämpfe mehr gibt, nie wieder? Oder wie verstehe ich das? Richtig. Es wurde ihm zu viel. Natürlich wurde es ihm zu viel. Wer bitte? In Vespucci? Ist der Sinn dahinter, dass ihr euch zusammenschließt in Vespucci? Dass ihr euch isoliert von der Stadt? Dass ihr dieses Gebiet hier einnimmt? Das ist, das war sein Vorschlag, sieh. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich dagegen. Denn die Wut und der Hass in mir war sehr hoch. Nachdem ich einen Kampf ihm gezeigt habe, wer die Santas sind, sagte er vor einer Woche zu mir, okay, lasst es gut sein. Daraufhin griff er mich vor 2 Tagen an. Und da habe ich zu ihm gesagt, das war der größte Fehler, den du tun kannst. Ja, die Männer gingen mit Hass rein. So viel Hass, wie die Santas nun mal haben. So kennt man die Santas, wenn man sie hintergeht. Und das hat er danach verstanden. Er hat es verstanden. Mehr als genug. Vor allem nachdem 3 Männer nur lagen von mir, während seine 24 Mann komplett ausgeräuchert wurden. So habe ich das nicht ganz mitbekommen. Was meinst du? Naja. So wie ich das mitbekommen habe, war das so eher wie, es gab keinen richtigen Gewinner. Wenn man es nach Punktesystem sieht, dann hätte man vielleicht sogar recht. Doch, bin ich für Punkte da oder bin ich dafür da, um jemanden zu zeigen, ich könnte, wenn ich wollen würde?
Wenn ich nicht könnte, würde er nicht mich bitten, diesen Krieg zu beenden. Wenn jemand über mir steht, dann würde er nicht mich bitten, dass ich aufhöre. Ah. 45 Minuten hat er auf mich eingeredet, dass wir aufhören sollen. Bevor ich sagte, okay, ich bin damit einverstanden. Doch sollte jemals wieder was passieren, wird der Kampf so lange gehen, bis es kein Vargos mehr gibt. Denn ich mag dieses Hinterhältige nicht. Obwohl ich selber so einer bin, ha? Du hattest doch schon mal dieses Problem mit den Vargos, oder nicht? Vor langer Zeit. Das stimmt. Allerdings muss ich sagen, dass ich davor mit Pablo sehr, sehr gut befreundet war. Sehr eng war. Du hast mir Pablo vorgestellt, das weiß ich. Richtig. Doch er hat sich verändert dann. Er wurde anders. Wusstest du, dass er zum Beispiel... Nicht wirklich. Seine Männer sind es. Seine Männer sind es, die ihn drehen. Seine Männer sind diejenigen, die ihn zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Er war nicht so. Breitenberg, er war nicht so. Auf gar keinen Fall. Ja. Du musst aufpassen, Leute. Nicht, dass das Gleiche passiert wie in einer anderen Stadt. Dass ihr euch streitet und er euch wieder an die Wand stellt. Das kann gar nicht passieren. Denn hier ist es anders. Das versichere ich dir. Auf gar keinen Fall ist das möglich. Und ich dachte... Nein, ich denke, er dachte dasselbe auch am Anfang. Genau dasselbe hat er nämlich gesagt, als was du sagtest. Nicht, dass ich dich wieder an die Wand stelle. Halbe Stunde später stand er an der Wand. Ich verstehe das so langsam nicht. Ich meine, was ist gerade das Ziel der Santa Leute? Genau das, was wir immer haben. Die absolute Macht in Los Santos und alle zu unterdrücken. Bis jetzt hat das aber nicht so gut geklappt, Leute. Ihr habt gegen alle gekämpft und gegen alle verloren. Auch damit hast du teilweise recht. Wir haben am Anfang es unterschätzt, dass es hier anders ist als in den anderen Städten und die Kämpfe am Anfang haben wir verloren. Doch hast du die Kämpfe jetzt mittlerweile mitbekommen? Kein einziger Kampf wurde verloren. Außer gegen Vargos. Wer erzählt dir sowas? Wer erzählt, dass ich gegen die Vargos verloren haben soll? Die Vargos wurde dominiert. Absolut dominiert. Also als du gesagt hast, dass es vielleicht so, wenn man nach Punkten rechnen würde, dass er so wie ein Gleichstand sein würde, dann wäre das nicht absolut dominiert. Den einen Kampf... Haben Sie nicht gefordert, dass jemand hingerichtet wird? Dort? So wie ich Sie kenne? Nein, tatsächlich bei Ihnen nicht. Ich sagte tatsächlich nicht, dass wir einen Kampf bis zur Hinrichtung machen. Habe ich nicht. Aber nach Punktensystem, wenn du es so gehst, haben sie einen Punkt gehabt. Ja, das ist so korrekt, Bitcoin. Aber auch nur, weil wir darauf nicht vorbereitet waren. Und es ist Frieden zwischen den Santas und den Vargos. Also hast du Frieden mit ihnen geschlossen aufgrund dessen, weil ihr Vespucci nicht für euch erobern könnt. Und du redest davon, die ganze Stadt zu unterdrücken, Leute? Du weißt, wie du mich wütend machen kannst, ha? Willst du wirklich, dass Pablo stirbt? No, hermano, ich will nicht, dass du stirbst. Mein Freund. Leute, Salami. Also denkst du, dass ich sterben würde, wenn ich gegen die Vargos in den Krieg gehen würde? Ich denke, das wird wieder so ein Ding mit Kämpfen bis zur Hinrichtung. Und ich will nicht, dass du hingerichtet wirst, Leute. Keiner kann mich hinrichten. Ratschläge, Leute. Und selbst wenn er mich hinrichtet. Dasselbe. Aber Breitenberg, du weißt selber, dass der Tod das Beste ist, was dir passieren kann. Nein, sie haben eine Familie, Leute. Sie würden ihre Familie alleine lassen. Nein, weil sie mit mir in den Tod kommen würden. Sie würden mit mir sterben. Freunde sagen einem die Wahrheit ins Gesicht, auch wenn sie bitter schmeckt. Das, was Mr. Bitcoin ihnen sagt, ist ein freundschaftlicher Rat.
Also ich kann euch dazu gerne was sagen. Senior S. Hola Bitcoin. Hermano, rede du. Sehen. Gleichfalls. Und gleich wird sich hoffentlich bestätigen, dass du ein guter Ratgeber bist. Sagt euch, dass es momentan keinen Sinn hat, gegen die Vagos zu kämpfen. Sie sind zu gut aufgestellt. Es gab bereits einen Kampf, Bitcoin. Es gab sogar schon die Ansage mit dem Krieg bis zur Auslöschung der anderen Familie. Die Sache ist nur die. Pablo hat abgelehnt. Dann kam Pablo wieder und wollte Frieden. Warte. Dann wurde das nicht ganz zufrieden gelöst. Die Leute haben dazwischen geredet und es ist eskaliert. So wie es ist, wenn die Männer dabei sind und wütend sind von beiden Seiten. Es kam zum Kampf. Vagos hat wieder um Frieden gebeten. Hat nicht ganz geklappt, weil danach die Männer... Dann kamen seine Männer. Leute hat es sich überlegt. Haben gesagt, in Vespucci dürfte keine Masken tragen. Und in Vespucci dürfte nicht die Garage verwenden. Das sind unsere Forderungen. Ansonsten wird es keinen Frieden geben. Er will mich so gegen Vagos setzen. Sieh, Jogo. Ich will ja nicht respektlos klingen, aber den Rest und Leute, habt ihr mal dran gedacht, dass der liebe Pablo vielleicht einfach nicht unnötig kämpfen will und Männer verlieren will? Und so wie es damals war? Dann sollte er nicht sich so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, aber damals war es ja auch so, dass wir euch mehrmals gesagt haben, wir wollen gar keinen Krieg. Und ihr habt darauf bestanden, obwohl es 7-1 gegen euch lag, ne? In deiner Vorstellung. In jeder Vorstellung. Nicht in meiner. Keine Ahnung, welche Vorstellungen du hast, aber die Santa steht immer noch vor dir, oder nicht? Ja, ich weiß auch nicht, wie ihr das überleben konntet. Tja, habt ihr wohl reingeschissen, ne? Ja, einen Auftrag nicht ausführen können. Er ist kein Vagos. Er ist ein Kali, Hermanos, und das müsst ihr differenzieren. Naja, er hat gerade von sich als Vagos-Person gesprochen. Er hat von sich geredet, von seiner Erinnerung. Allerdings ist Pablo dort hinten und wohnt in einem Barrio. Und Hugo wohnt in einer 43 Millionen Dollar Villa. Ich denke, das ist ein kleiner Aufstieg. Ein kleiner, sehr. Und das Einzige, was ich damit sagen wollte, ist, dass vielleicht ihr Pablo ein bisschen falsch einschätzt. Ich weiß, dass der Pablo immer um Frieden gebeten hat, ja? Und nur weil er euch darum betet, heißt es nicht, dass er schwächer ist als ihr. Wollte ich euch nur damit mal sagen. Ich sag ja, ich kenne den Grund, wieso er aufgehört hat. Was war denn der Grund? Ich von Kali. Ich sag dir auf jeden Fall, was nicht der Grund war. Der Grund war definitiv nicht, weil er Angst hatte. Oder weil er seine Männer schützen wollte. Ich stoße mal an, dass der Grund eher dazu da war, dass er dich schützt, Leute. Er hat es genug. Er hat genug Santas auf dem Gewissen. Es muss nicht immer sein. Interessant, welche Version er dir preisgibt und welche Version er in einem Gespräch von dir sucht. Das war meine Einschätzung des Gesprächs, Senores. Er hat mich angeguckt und ich habe in seinen Augen gelesen, was sein Problem war. Und das war definitiv nicht die Angst vor euch. Das wisst ihr aber auch. Macht das so den Eindruck, als wären Lloyd und Pablo gute Freunde gewesen und jetzt spielt Kummer eine Rolle. Beide Seiten sind irgendwo ein wenig noch gefangen. Leute, sie wirken ein wenig gekränkt und wollen sich mehr beweisen. Das ist so nicht korrekt. Pablo versucht... Das stimmt nicht, Pablo Breitenbeck. Pablo versucht, etwas Empathie zu entwickeln. Ich kam nach Vespucci und wollte gar nichts mit dem Vagos zu tun haben. Sie kamen zu mir. Die Kriegstreiber waren die Vagos dieses Mal, nicht die Santa. Wenn ich durch ihre Sonnenbrille schaue, Leute, dann sehe ich schon einen zornigen Blick. Und dieser Zorn beruht nicht auf Hass, sondern mehr auf Enttäuschung. Sie sagten doch eingangs, er war früher nicht so, seine Männer haben ihn zu dem gemacht. Sie geben seinen Männern die Schuld. Aber vielleicht ist er so und vielleicht kommen sie nicht mehr mit ihm klar. Das macht doch nichts, ich muss nicht mit ihm klarkommen. Ich muss mit niemandem klarkommen. Wichtig ist nur, dass man mich in Ruhe lässt.
wenn man das nicht tut, dann ziehe ich in den Krieg. Ist doch völlig in Ordnung. Und nochmal. Das tun das etwa die Kalis nicht. Natürlich tun wir das. Allerdings gibt es gewisse Grenzen. Es gibt gewisse Grenzen. Hat es einen Sinn, hat es keinen Sinn? Hat es Vorteile oder Nachteile? Nur Probleme. Nenn ich mal an, ich gerne emotional und ich greife jemanden an und zerschmettere jemanden für ein Wort, was falsch war. Das zwischen dir und Pablo ist eine ganz andere innige Sache, die keiner hier nachvollziehen kann. Und ich finde es gut, Miss, also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass ihr Frieden geschlossen habt. Ich finde aber nur lustig, dass beide Seiten von sich behaupten, die Gewinner zu sein. Warte, er hat zu dir gesagt, er wäre der Gewinner gewesen von diesem Krieg? Er hat es mir nicht gesagt, aber er hat es mir gesagt. Manchmal muss man nichts sagen, um zu wissen, was in diesem Gespräch stattgefunden hat, Lloyd. Lloyd, machen Sie nicht. Wie schade, dass er nicht da ist. Sie haben am Anfang in einer ersten Tafelrunde harte Ansagen an die ganze Stadt. Das ist so korrekt. Und den Fokus auf sich gezogen. Sie haben gesprochen und Taten mussten folgen. Jetzt stehen Sie an einem anderen Punkt. Prost, der Leute, die ganze Stadt bezwungen hat. Seit wann kämpfst du gegen jeden und bist nur am Verlieren, Leute? Das kenne ich nicht von dir. Dann warte. Die Zeit nennt noch. Sich. Nicht mehr lange. Als erstes werde ich die Feinde vernichten, die mich unterdrückt haben und dachten, dass man die Santas nicht ernst nehmen kann. Und man konnte die Santas nicht ernst nehmen, denn die Santas waren nicht vorbereitet auf das, was es hier auf der Stadt, in dieser Stadt gibt. Die Santas sind immer noch nicht vorbereitet, Leute, und sie werden es auch nicht sein. Ich sag dir wieso. Das ist nicht Los Santos, was du kennst, dieses Los Santos ist viel gefährlicher. Hier sind Leute, die willst du niemals über den Weg laufen. Und dort interessiert niemanden ein Lloyd Salami mit seiner Maske. Das muss dir klar werden. Lloyd, mal unter uns. Wir lieben es zu morden, das stimmt. Aber denken Sie dran, Sie haben in Ihrer rechten Hand ein Schwert, in Ihrer linken ein Schild. Und ihr Schild ist aus Holz aktuell. Und das Schwert ist verrostet. Egal wie scharf ihr Schwert ist. Das kommt dazu. Ist das der Grund, warum die Kalis auch keinen Respekt vor den Santas mehr haben? Und sie wie Hunde behandeln? No. Wieso kamen dann vor 2 Tagen deine Männer hier mit Waffen und haben meine Männer bedroht? Sind das etwa Freunde? Wer weiß davon etwas? Ich war selber hier. Bueno? Ja, weil die gesagt haben, wir sind beim libanesischen Café gestanden. Da sind 2 Autos gekommen, haben einfach alles und jeden dort drive-by. Ja, und dann kam ein Vagus und hat es euch erzählt. Und du glaubst einem Vagus mehr als den Kali? Nein, das hat uns nicht Vagus erzählt. Wir haben das auch selber gesehen. Deshalb sind wir hierher gekommen und haben gefragt. Und wer war es wirklich? Rechner. Vielleicht merken Sie, was Sie gerade tun. Die M-Schuss. Ja, aber dein eigener Mann hat doch gesagt, die sind schlafen gegangen. Was soll ich machen? Das ist doch völlig egal, was er gesagt hat. Es geht darum, dass ihr hier mit Aggressionen gekommen seid. Obwohl ihr wisst, dass die Santas für euch gegen die OGs in den Krieg gegangen sind. Obwohl ihr mir nicht geglaubt habt. Ich bin alleine in den Krieg gegangen, der eigentlich euer war. Mich angreift, dann weißt du, was das Problem ist, Leute? Komm doch nicht mit Blumen vorbei. Was ist das Problem? Dass du deine Loyalität mitgenommen hast. Aber deine Leute nicht. Sie waren auf meiner Route. Sie waren respektlos zu meinen Männern. Sie haben mich Mr. Shitcoin genannt. Santas. Ich habe drüber hinweggeschaut. Dann frag mal Breitenberg, was ich mit dem einen gemacht habe, der erwischt wurde. Er wollte tatsächlich einen Bloodout und hat mir die Entscheidung überlassen. Das stimmt. Aber es war ja nicht nur einer. Das Problem ist, Leute, bewahren Sie doch mal einen kühlen Kopf. Wir sind nicht hier, um Ihnen respektlos gegenüberzutreten, sondern einen freundschaftlichen Rat abzugeben. Das, was Mr. Bitcoin Ihnen sagt, ist Gold wert.
Jeder wird Ihnen sagen, gehen Sie in den Krieg, ermorden Sie und rauben Sie ihn aus, machen Sie dies und das. Natürlich. Jeder will dabei sein, wenn es nach oben geht. Aber wer hält zu Ihnen, wenn es nach unten geht? Junge, ich liebe das RP, wenn es so Volleyball-RP, so hin und her, hin und her, hin und her. Jeder würde an ihrer Seite schießen, aber niemand würde für sie eine Kugel fangen. Denken Sie über diesen Spruch nach. Meine Leute schon. Mit Lebe. Außerhalb Ihrer Familie. Außerhalb meiner Familie hast du recht. Würden Sie auch nicht. Wieso sollten Sie? Doch vergesst nicht, dass ein Leute auch ein Santa ist. Er ist der Kopf der Santas. Er befehligt die Santas. Und er war die rechte Hand der Kalis. So viel Vertrauen habt ihr ihm geschenkt und mir kommt es so vor, als würdet ihr vergessen, dass dieses Vertrauen ich wahrgenommen habe und meine Loyalität zu den Kalis steht. Bis zum Tod, sagte ich damals und auch heute. Doch irgendwie ändert sich alles. Irgendwie seht ihr die Kalis nicht, die Santas nicht mehr, als die, die es mal waren. Vielleicht liegt es daran, weil sie am Anfang zu sehr von Orga und von Kanon und von den OGs unterdrückt wurden. Ha? No, das hat damit nichts zu tun, Leute. Das hat damit was zu tun, dass ihr nicht mehr diejenigen seid, die ihr wart. Ich hab dich so kennengelernt, Romano, dass deine Leute die diszipliniertesten war, die ich kenne. Es waren Leute, die nicht mal vor dir einen Mucks getan haben. Jetzt sind es diese Leute, die jeden Krieg verlieren, Leute. Du bist immer noch in jedem. Es war nur die Anfangszeit, Bitcoin. Ob du glaubst oder nicht. Doch warte ab, was in den nächsten Tagen in der Stadt passiert. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Als hätten sie das schon mal gesagt. Und ich will nicht wiederholen, was wir schon ganz am Anfang zu ihnen gesagt haben. Aber ich würde mich an jeder Stelle etwas zurückhalten. Kommt noch eine Note von Kali? Vielleicht ist es soweit. Vielleicht ist das Ende des Santas. Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch der Zeitpunkt, wo die Santas wie ein Phönix aus der Asche zurückkommen. Mit einem wunderschönen Knall. Gegen absolut jeden hier in der Stadt. Und sollte es nicht so sein, dann gehen sie mit erhobenem Haupt. Und verlassen diese Welt. Man kann nichts gewinnen, wenn man nicht bereit ist, Opfer zu bringen. Ich habe nicht vergessen, wer gegen uns gekämpft hat in der Anfangszeit. Und das habe ich auch zu Pablo gesagt. Pablo, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe ganz andere Ziele, die ich gerade vor Augen habe und durchführen will. Er wollte mir nicht glauben und ich musste es ihm... Und das ist das, was ich nicht verstehe, Leute. Mittlerweile schiebst du es immer nur auf die anderen, aber merkst nicht, dass du deine Familie nicht mehr unter Kontrolle hast. Wieso denkst du das? Ich sehe das mit meinen Augen. Nun ja, Menschen sind von ihren Kenntnissen und Wahrnehmungen abhängig. Das nennen sie nun mal Realität. Aber Kenntnisse und Wahrnehmung sind relativ, Bitcoin. Ihre Realität können Illusionen sein. Und wir alle leben in unserer Illusion. Mal gucken, welches sich als Wahrheit entpuppt. Sehr, sehr gutes RP. Mashallah, dieses RP. Kann ich dich eine Minute unter vier Augen sprechen? Wann immer du möchtest, Bitcoin.
Macht er Fitna? Leute, mein Freund. Seh. Es schmerzt, ein wenig zu sehen, welche Worte sie wählen, wie das Gespräch läuft. Wir wissen, dass wir sie sehr schätzen. Ja, es gibt weil wirklich Leute. Sprich. Erzählen Sie. Es gibt wirklich Leute bei euch, die uns sehr schätzen. Auch mich immer noch sehr schätzen. Deswegen ist es genau bei den Kalis umso härter, wenn jemand uns nicht mehr vertraut. Denn die Kalis, lassen wir die Santas beiseite, aber die Kalis und Lloyd, auch genannt Fuego, haben eine starke Bindung zueinander. Sie haben damals zusammen gegen die verdammten Bloods gekämpft. Seite an Seite bis zum Tod. Du weißt es, Breitenberg, und auch du, Litecoin. Deswegen schwätzt es umso mehr. Sie glauben, dass unser Vertrauen in sie schwankt. Und deswegen wollen sie nicht trauen, was wir ihnen erzählen, was wir ihnen sagen. Das ist alles in ihrem Kopf. Nach wie vor vertrauen wir euch zu 100%. Wir schätzen euch. Und als ich sagte, niemand da draußen würde eine Kugel für sie fangen. Wir halten doch gerade den Arm hin. Und sie interpretieren das fehl. Sie glauben, es sei Misstrauen. Nein. Manchmal muss man seine Freunde schützen. Und ich bin mir sicher, wenn sie sich aufbauen, wenn sie sich etwa nur ein wenig die Zeit nehmen, dass sie wie ein Phönix aus der Asche emporsteigen. Aber sie wissen, was Asche ist. Es ist das, was das Feuer hinterlässt. Und das Feuer frisst gerne. Ja, ich gebe ihn auch so gut und mit dem MP zu machen. Weißt du, Breitenberg, das Problem an der Geschichte ist, selbst wenn ich einen Monat später hier vor euch stehe, wirst du dieselben Wörter sagen. Denn bevor ich nicht anfange, wird sich an der Meinung von dir und von allen anderen nichts ändern. Es wird nichts ändern. Denn ihr habt nur das momentan gesehen. Und ihr könnt auch gar keine andere Meinung haben. Das ist völlig normal. Und auch verständlich. Deswegen müssen die Santas selber abwägen, wann es soweit ist. Für den totalen Krieg bis zum Tod. Krieg bis zum Tod. Und es sollen wohl die Vargos sein, wie ich verstehe. Nein, absolut nicht. Die Vargos waren eine Aufwärmung. Die Ziele sind ganz woanders. Wir wollten eigentlich gestern wo ganz woanders hin und anfangen. Die Vargos kamen uns nur dazwischen. Doch leider wird es auch Freunde von euch treffen. Familien, mit denen ihr gut seid. Irgendwie habe ich das Gefühl... Nein. Die Gewissheit, dass sie schon sich mit der ganzen Stadt bekriegt haben. Eine Zeit lang dachte ich, sie bekriegen sich auch gerne mit unseren Freunden, aber sie haben einfach schon so viele Kriege geführt, dass es mittlerweile schon fast jeden getroffen hat. Ich hatte mit jedem bereits Krieg, außer mit den Kalis. Genau das meine ich. Und eben gerade haben sie sogar noch selbst gesagt, sie konnten sich noch nicht beweisen. Sie hatten aber schon mit der gesamten Stadt Krieg. Sie haben gesagt, die Vorbereitung hat gefehlt. Aber sie hatten doch bereits mit der gesamten Stadt einen Krieg. Richtig, ich musste einschätzen, wie das hier abläuft, wie das hier funktioniert. Eine Kolonne mit Fahrzeugen, das interessiert keinen hier. Das ist der größte Fehler, den du hier tun kannst. Aber sehen Sie, was ich meine? Sie haben mehr Kriege geführt als alle anderen Familien zusammen. Sie haben mehr Erfahrung als alle anderen Familien zusammen und wollen sich jetzt beweisen. Sie. Richtig. Jetzt ist die Zeit.
Weißt du, Breitenberg, auch irgendwann wird es die Kalis treffen. Irgendwann wird es die Santas treffen. Die Kanons, die OGs oder wen auch wen jemals es treffen kann. Irgendwann trifft es jeden. Und wenn es der Zeitpunkt ist, dass es das Ende des Kapitels der Santas ist, dann möchte ich wenigstens mit einem großen Knall gehen. Doch mich unterdrücken zu lassen. Knall. Weißt du, Breitenberg, Achilles ist auch am Ende gestorben, obwohl er der Stärkste war. Doch er ging mit einem großen Knall. Stärkste. Das waren die Santas, aber nicht hier. Er war aber der Stärkste und ging mit einem großen Knall. Wenn sie eine Kugel in den Kopf kriegen, dann kriegt es kaum einer mit in dieser Stadt. Das ist das Problem. Wenn sie sich den großen Knall wünschen, dann bauen sie sich doch erstmal zu einer Familie auf die jeder schaut. Dann fällt es auch auf, wenn sie sterben. Jeder vermisst ihn schmerzlich. Mach ich. Also Leute, ich habe jetzt alles, ich würde sagen, geregelt, was man zu regeln ist. Wenn was ist, dann rede ich mit Supremo. Supremo ist nicht mehr da. Ich meine, Senores. Was genau meint ihr? Allgemein irgendwas. Ich schaff das zeitlich nicht immer ranzugehen an Telefonate und so weiter. Und wenn du dann mal anrufst, es wird schwierig für mich ranzugehen. Ich habe oft keine Zeit und dann schreibe ich Senores einfach eine kleine SMS. Also du hast keine Zeit für Leute. Ja, so würde ich das jetzt nicht direkt sagen. Im Allgemeinen, ich kann höchstens, was soll ich sagen, Mann? Wir sind sehr, sehr beschäftigt. Ja, Bitcoin, du hast dich verändert, ha? Okay, Leute. Muchas gracias für das Gespräch und Senores, dir natürlich auch. Gracias, Litecoin, Baron. Adios. Wir sehen uns wieder. Das adios. War mir ein Freude. Passt auf euch auch. Adios, ja, auch. Achtet auf euren Rex. Natürlich, Hermano. Achte auf Pablo. Sollen wir wieder runter, Patron? Er hat mir die Infos zur Aufsatzroute gegeben. Die haben wir schon. Die neue? Wir haben alles. Verstehe. Noch besser. Wieso sagst du ihm nicht, dass wir sie haben? Die neue? Ich wusste es nicht. Dann nimmst du jemanden, der es weiß. Oder fragst im Funk. Gib ihm die Möglichkeit nicht, dir irgendwas zu geben, wo er denkt, du würdest das nicht wissen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht weiß. Beziehungsweise, dass die Santa es nicht weiß. Sondern, dass ich seit gestern erst wieder da bin. Deswegen hat er auch dich gerufen. Denk doch nach. Selbst wenn. Dann denkt er, dass er was Gutes getan hat. Und weiter. Habe ich dann einen Schuldschein bei ihm? Ab sofort sind die Santas und die Kalis nicht mehr miteinander so befreundet, wie sie davor waren. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Was ich dir noch sagen kann, ist, dass er darauf beharrt hat, dass er immer noch ein Freund der Santas ist. Das ist nur außenrum. Tief in seinem Inneren will er und braucht er uns nicht. Noch besser. Geht es dir gut? Dadurch hast du Freiheiten. Und wir haben aktuell andere Ziele. Verstehst du, worauf ich hinaus will, Leute? Nein, erklär's mir. Wenn du der Klügste bist im Raum, mach die Kolonne schon mal bereit. Dann ist es das Schlauste, was du tun kannst, die Fresse zu halten und dich als dumm darzustellen. Wenn du Macht und Wohlstand Mann, Dito, hast, du fährst mit ist mir. Es das Beste, zu zeigen, als hättest du gar nichts. Sie?
Zumindest, solange es vonnöten ist. Deswegen ist es egal, ob er einen Gefallen getan hat oder keinen getan hat. Alles, was er gesehen hat, ist, dass er kein Messer im Rücken hat. Schützen werden Tare sein. Und welchen Vorteil hätten wir, wenn er denkt, dass er ein Messer im Rücken hat? Wege ab, Vor- und Nachteile. Es muss ein Krieg zwischen Kali und Santa kommen. Auf kurz oder lang muss da ein Kampf kommen. Weißt du, was ich meine? Steig die Stufen langsam hinauf. Und spring nicht hoch auf den Thron, weil sonst kannst du fallen. Ebne dir den Weg, Stufe für Stufe, und jeder wird von der Ferne beobachten, wie du hinaufsteigst und dir den Thron an dich reißt. Und wir fangen mit der ersten Familie jetzt direkt an. Perfekto. Amigos, stellt euch genau das wollte ich hören. Kali kommt als letztes dran. Der König wird immer zum Schluss gestürzt, Leute. Richtig. Dass er mit ansehen kann, wie jeder nacheinander fällt und in die Enge gedrängt wird und weiß, der Tag kommt immer näher. Jungs, Kali und Bitcoin lieben sich. Wenn sie miteinander streiten, werden sie sich am Ende eh wieder lieben. Vertraut mir. Deswegen lass mich den Patrioten spielen. Wer Kali und Bitcoin, sage ich, Leute und Bitcoin. Spielen. Lass mich die Person spielen, die dich offiziell kritisiert. Leute und Bitcoin. Weil am Ende des Tages interessiert mich keiner von denen. Nicht umsonst bin ich der Schatten von Garcia, der jeden umbringen wird. Ganz gleich, wer er ist. Ganz gleich, was die Beziehung ist. Ganz gleich, was sie denken, was wir sind und wie wir zueinander stehen. Also werde ich der beste Freund von jedem sein. Muss doch keiner wissen, dass ich genauso wahnsinnig bin wie du. Und am Ende des Tages diese Stadt einfach nur brennen sehen möchte. Egal, welche Farben darin getränkt sind, und sei es am Ende grau selbst. Das ist so korrekt.